Berlin bekommt Abkühlung. Folgt darauf der nächste Jahrhundertsommer? Schon in der Nacht zu Dienstag entlud sich das ein oder andere Gewitter über Berlin und Brandenburg. Auch am Dienstag wird es vereinzelt Regen geben. Über die Niederschläge freuen sich vor allem die Landwirte, die ganz schön mit der Trockenheit zu kämpfen haben. Die Abkühlung ist jedoch nur von kurzer Dauer. Der Hochsommer ist gekommen, um zu bleiben. Dank Hochfalke wird es auch in den nächsten 10 Tagen in Berlin und Brandenburg sommerlich warm. Am Mittwoch kann es zwar noch zu vereinzelten Schauern kommen, doch zumeist bleibt es laut deutschen Wetterdienst bei 24 bis 27 Grad trocken. Der Donnerstag sieht mit 26 Grad und geringem Regenrisiko ähnlich. Eine generelle Umstellung der seit Wochen und teils Monaten eingefahrenen Wetterlage ist nicht in Sicht, erklärt Wetterexperte Dominik Jung der BZ. Hochfalk hat es sich mitten über Mitteleuropa bequem gemacht und bringt uns weiter Hochsommer satt. Bereits am Wochenende wurden täglich bis zu 33 Grad im Schatten gemessen. Es bleibt ein Sommer der Extremen. Hat im Juli letzten Jahres noch viel zu viel geregnet, könnte der Sommer 2018 gar der trockenste seit Jahren werden. Das Einzige, was bislang fehlte, auch wenn das so mancher wahrscheinlich nicht glauben kann, ist die richtig große Hitze. Bisher lagen die Spitzenwerte bei maximal 34,2 Grad in Lingen. Das könnte sich aber noch ändern. Wie Jung erklärt, kam die große Hitze beim Jahrhundertsommer 2003 erst Anfang bis Mitte August. Der Sommer 2018 ist aber dennoch auf Rekordjagd. Dem Meteorologen zufolge kommen wir dem Jahrhundertsommer in Sachen Sonnenscheindauer nämlich immer näher.